Weißt du was? Vielleicht hast du einfach nur Angst. Ja? Vielleicht bist du gar nicht so schlecht, wie du denkst. Vielleicht kannst du viel, viel besser Deutsch sprechen, als du denkst. Du hast nur Angst. Ja? Du hast vielleicht Angst zu sprechen. Ja? Wenn wir Alkohol trinken, dann können wir viele Dinge schlechter machen. Ja? Wir können nicht gut Auto fahren, wir können verschiedenste Tätigkeiten nicht mehr so gut erledigen. Ja? Wenn wir besonders betrunken sind, dann torkeln wir und wir reden nicht mehr ordentlich. Ja? Aber aus einem bestimmten Grund werden manche Leute besser darin, eine Fremdsprache zu sprechen, wenn sie Alkohol getrunken haben. Ja, damit möchte ich nicht sagen, dass du Alkohol trinken sollst, um besser Deutsch zu sprechen. Nein, der Punkt ist, wir verlieren unsere Hemmungen, wenn wir Alkohol oder andere ähnliche Drogen konsumieren. Ja, verstehe mich nicht falsch. Ja, ich möchte dich nicht ermuntern, dazu Drogen zu nehmen, okay, oder Alkohol zu trinken. Ja, bisschen Alkohol ist bestimmt kein Problem, ja. Aber der Punkt ist nicht, dass man Alkohol trinken sollte. Der Punkt ist, dass man seine Hemmungen verlieren sollte. Und das schaffst du auch ohne Alkohol, ja. Also, verliere deine Hemmungen, ja. Also, wenn Leute Alkohol trinken können und eine Sprache besser sprechen können, dann liegt das daran, dass sie ihre Hemmungen verlieren und trotz der Einschränkungen, die man bekommt, wenn man Alkohol trinkt, ja, man denkt nicht mehr so gut, man wird irrationaler, man kann verschiedenste kognitive Fähigkeiten, ja, also Fähigkeiten, für die man das Gehirn braucht, ja, kognitive Fähigkeiten, ja, bestimmte kognitive Fähigkeiten verliert man. Und trotzdem können manche Leute eine Fremdsprache sprechen. Und wie gesagt, ich sage dies nicht, um zu sagen, dass Alkohol gut sei, ja, ich sage das nicht, um Alkoholkonsum zu preisen, ja. Ich bin kein Asket, also ich sage nicht, ach, trink keinen Alkohol, ja. Trink ein bisschen, wenn du möchtest, und wenn nicht, dann nicht. Ich habe bestimmt auch ein paar muslimische Zuschauer, ihr trinkt natürlich keinen Alkohol, wegen eurer Religion, ja. Vielleicht habe ich auch ein paar Christen, Atheisten und Leute aus anderen Religionen, die ein bisschen Alkohol trinken, ja, das ist bestimmt in Ordnung, ja. Der Punkt ist nicht, jetzt über die Vor- oder Nachteile von Alkohol zu sprechen. Der Punkt ist, dir klarzumachen, wie viel es dir bringen kann, Hemmungen abzubauen, ja. Diese Hemmungen baust du ab, ja, also diese Hemmungen verringern sich, ja, du baust sie ab. Du baust diese Hemmungen ab, wenn du dir klar machst, hey, ich kann Deutsch sprechen. Ja, wenn du mich jetzt verstehst, dann kannst du auch Deutsch sprechen. Ja, bau deine Hemmungen ab, ja, trau dich einfach. Ja. Vielleicht hast du Angst, aber der Punkt ist, nicht die Angst zu verlieren, sondern es trotzdem zu machen. Viele mutige Leute sind nicht mutig, weil sie keine Angst haben. Sie sind mutig, weil sie die Dinge trotz der Angst tun. Okay, also der Punkt dieses Videos ist es. Wenn du deine Hemmungen verlierst, ja, dann kannst du besser Deutsch sprechen. Und wenn du das ohne Alkohol schaffst, dann hast du noch deine vollen Fähigkeiten, ja, du bist hellwach, ja, du erlebst das Leben, du erlebst die Realität, ja, ohne Filter, ja,
nüchtern, aber ohne Hemmungen. Und dann hast du noch alle Fähigkeiten und du bist sogar noch viel besser. Okay? Konsumiere viel Deutsch. Sprich, wenn du fühlst, dass du bereit dazu bist. Mach dir keinen Druck. Okay? Und merke, ja, sei dir bewusst. Ja? Erkenne die Wahrheit, dass du besser Deutsch sprechen kannst, als du denkst. Ja? Es ist alles eine Frage der inneren Einstellung. Ja? Eine Frage der inneren Einstellung. Auf Englisch sagen wir Mindset. Auf Deutsch innere Einstellung. Ja? Wie denke ich über diese Sache nach? Okay? Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. JoinGermanClub.com, wenn du effektiv Deutsch lernen möchtest. Vielen Dank.